Ich danke auf diesem Wege dem deutschen Volk für all die Zeichen von Liebe und Treue, die sie am heutigen Tage mir dargebracht haben, für die zahllosen Glückwünsche, die ich heute empfangen habe und die ich auf diesem Wege beantworten möchte. Es gibt kein schöneres und kein stolzeres Geburtstagsgeschenk für mich, wie das Empfinden und das Gefühl dieser engen Volksverbundenheit zwischen Führung und Gefolgschaft. Dass das so bleiben möge, ist auch mein herzlichster und innigster Wunsch.